Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill. Viele, die meinen Kanal kennen, die haben schon öfter das Wort Hausschlachtung aufgeschnappt. Wenn ich das zum Beispiel im Zusammenhang mit selbstgemachten Griebenschmalz verwendet habe, verlauten lassen habe, dass bei uns eine jährliche Hausschlachtung stattfindet. Und viele haben gefordert, zeigt doch das mal. Ja, und heute ist es soweit. Viel Spaß bei diesem Video. Der Nikolaus, der Kameramann und ich, wir nehmen euch jetzt mit auf eine Reise und zwar zu meinen Eltern nach Dietfurt an der Altmühl, wo die jährliche Hausschlachtung bei uns stattfindet. Ja, und da entstehen dann unter anderem solche Leckereien: geräucherte Bratwurst, geräucherte Hirnwurst, Leberwurst und hier haben wir eine Blutwurst und einen Pressack und ein Bratenstück, das noch am Auftauen ist. Ja, aber bevor es losgeht mit der Reise, noch drei wichtige Dinge. Erstens, dieses Video soll keine Effekthascherei werden, deswegen werde ich das Betäuben und Stechen der Sau nicht zeigen. Zweitens, eine dringende Bitte. Was ich hier gar nicht brauchen kann, sind ganz eifrige, übereifrige Tierschützer und fanatische Vegetarier und Veganer, die mich hier beschimpfen, ja, als Fleischfresser, die vielleicht ebenfalls so verrecken soll wie das Schwein. Man hört ja öfter solche Kommentare, sowas kann ich bitte nicht brauchen. Wir behandeln dieses Schwein mit Respekt und wir behandeln auch andere Menschen mit Respekt, ob Vegetarier, Veganer, was auch immer. Und ich möchte auch, dass ihr uns diesen Respekt dann zeigt. Ja. Und ja, wir können ja natürlich diskutieren, das ist immer klar, ja. Das ist immer möglich. Drittens und letztens, ich möchte mich nicht als die Oberschlachterin bezeichnen. Meine Oma und mein Opa, die haben das schon seit Generationen gemacht. Mein Vater hat es weitergeführt und jetzt mein Bruder. Der Oberchef in diesem Video ist natürlich der Metzger, das ist klar. Es wird auch ein Fleischschauer hinzugezogen. Also es geht alles mit rechtlichen Dingen zu und wir sind letztendlich, der Kameramann und ich, die Helfer. So, Kameramann, und jetzt setz dich her und wir schauen mit unseren Zuschauern ge gemeinsam das Video zur Hausschlachtung an. Und hier ist mein Bier, hier ist deins. Magst du mich jetzt verarschen oder was? Jetzt auf geht's. Was anderes gibt's nicht. Wenn so eine Hausschlachtung ansteht, dann muss man zum einen früh aufstehen und man hat einige Vorbereitungen zu treffen. Alles sauber machen, den Kessel einschüren, Zwiebeln schneiden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Zwiebeln da benötigt werden. Ja, und nachdem die Sau betäubt und gestochen wurde, das zeige ich euch nicht, muss man hier das Blut rühren. Ja? Das ist ganz wichtig, damit es nicht stockt. Man hat hier immer was zu tun und braucht jede helfende Hand. Um das Schwein von den Borsten, also seinen Haaren, zu befreien, bestreut der Metzger es mit Pech und übergießt es dann mit heißem Wasser. Und so lassen sich dann die Haare abschaben. Der Kessel muss gut mit Wasser befüllt werden, denn da gibt es ja noch das Kesselfleisch. Der Metzger zerteilt gleich das Schwein und da möchte ich euch zeigen, welche Fleischstücke man aus so einer Schweinehälfte herausbekommt, wo die Fleischteile liegen. Hier werden noch die Organe gesäubert, Lunge, Gehirn. Hier sieht man zum Beispiel den Enddarm, in der Metzgersprache auch After genannt, für die Hirnwurst. Des Weiteren sieht man hier den Magen, da kommt der Pressack hinein. Und das sind die Dünndärme für die Leberwürste. Und die Bratwürste. Und hier sieht man noch den Dickdarm für die Blutwurst. Welche Würste mögt ihr am liebsten? Schreibt mir das gerne unter das Video in die Kommentare. Das ist die Tasche vom Fleischbeschauer und der kommt während der Hausschlachtung und schaut sich das Fleisch an, die Organe, ob mit dem Fleisch alles in Ordnung ist. Ja, ob keine Krankheiten vorliegen und dann gibt er das frei und dann kann alles weitergehen nach Plan. Und im nächsten Schritt müssen die Därme und der Magen gesäubert werden. Und das macht der Metzger ganz gründlich. Er entfernt den Kot und dann wascht er die Därme ganz gründlich aus. Später noch mit Essigwasser. Das ist natürlich nochmal hygienischer. Ja, und entfernt auch den Schleim der Därme und des Magens. Ja, und er macht sozusagen jetzt den Darm bereit zum Füllen mit Wurstbrät. So, und ihr seht, vom Schwein wird wirklich alles verwertet. Hier sieht man, landet der Schweinekopf. Im Kessel wird gekocht und da teilweise wird dieses ganze Fleisch später zu Wurst weiterverarbeitet, aber dazu kommen wir später noch. Ja, und jetzt zeigt der Metzger anhand einer Schweinehälfte, wo die Fleischstücke liegen und das werden wir uns jetzt
mal genauer anschauen. Und das ist jetzt noch der letzte Feinschliff, der getan wird vor dem Zerlegen. Hier sieht man zum Beispiel, wie er das Filet löst. Hier zerteilt er Rücken und Bauch. Hier sieht man schön die Rippchen. Dann wird der Bauch noch zugeschnitten, von den Rippchen befreit und der lässt sich wunderbar räuchern oder als Bratenstück verwenden. Die Abschnitte werden alle zum Wursten benötigt. Das ist der Schweinerücken. Da löst der Metzger jetzt die Schwarte. Ja, und das ist natürlich auch ein klassisches Bratenstück. Daraus lassen sich aber auch Koteletts schneiden. Als nächstes sieht man, wie der Metzger die Schulter und die Haxe, die Schweinshaxe, voneinander trennt. Und hier schneidet er noch den Schweinefuß ab. Die Schweinshaxe. Und das ist die Schulter. Und daraus schneidet der Metzger jetzt das typische, beliebte Schäuferle. Gibt es übrigens ein wunderbares Rezept auf meinem Kanal. Ich verlinke es euch mal rechts oben. Oben sieht man die dicke Schulter und unten die dünne Schulter. Die dünne Schulter wird weiter zur Bratwurst verarbeitet und die dicke Schulter ist natürlich der Bratenklassiker, den ihr alle kennt. Weiter geht's mit dem Schweinehals und der wird von Knochen und Schwarte befreit. Kann dann auch weiter verarbeitet werden zu Schweinebraten, Schwenkfleisch. Aber Chefin, da machst du jetzt einen Fehler, da muss ich mich als Kameramann kurz einschalten, weil dieser Schweinehals einer von drei auf meinen Wunsch extra mit Schwarte ausgelöst worden ist, weil wir doch mal probieren wollen. Normal bekommst du dann Schweinehals immer ohne Schwarte zu kaufen und wir haben jetzt einmal einen Schweinebraten, also einen Schweinehals mit Schwarte, damit wir viel Kruste haben. Ah, dann können wir davon ein Video machen und das Rezept zeigen. Freilich. Sehr gut, okay, also. Weiter geht's. Und diese Knochen werden übrigens auch alle verwertet. Die legen wir gerne in unseren Schweinsbraten rein. Gell? Das gibt einen guten Geschmack für die Soße. In diesem Säckchen befinden sich Herz, Nieren und Zunge. Landen auch im Kessel. Ja, und die weiteren Szenen kann ich nur mit Schnippeln kommentieren. Alles wird verwertet zu Wurst. Hier sieht man ja, diverse Abschnitte, die alle noch weiter verarbeitet werden. Bevor man das Fleisch einfriert, damit man noch weit bis in den Sommer hinein was davon hat, muss es hier auf diesen Tüchern noch auskühlen. Diese gelösten Schweineschwarten werden für die Bindung der Würste benötigt. Und dazu erstmal im Kessel weich gegart. Das ist eine ordentliche Brühe, das kann ich euch sagen. Die bringt Kraft. In dieser Wanne befinden sich Fleisch und Zwiebeln für die Bratwürste. Und jetzt muss der Metzger nur noch die Gewürzmischung erstellen. Und diese besteht aus Salz, Pfeffer, Majoran und Piment. Ganz einfach. Und wer jetzt Lust auf selber Wursten bekommt, dem verlinke ich rechts oben ein Video dazu. Bratwurst selber machen. Sag mal Kameramann, wie viel Wurstbrät ist das oder Fleisch für die Bratwürste? 35 Kilo. Ja, aber plus 5 Kilo rohe Zwiebeln noch dazu, also 40 Kilo. Es sind 250 Würste rausgesprungen, von denen 180 Kilo.
in die Räucherkammer gewandert sind. Heftig, oder? In der nächsten Szene wird der Darm für Hirnwurst, Blutwurst und Pressack vorbereitet, präpariert. Die Därme werden also schon mal abgebunden, um sie später nur noch füllen zu müssen. So, und jetzt ab mit dem Fleisch und den Zwiebeln in den Fleischwolf. Den hat mein Bruder übrigens selber gebaut. Super, oder? Jetzt werden die Bratwürste hergestellt. Zumindest das Wurstbrett. Dieses Wurstbrett, das nennen wir Bratwurstkack, also Bratwurstgeheck, auf bayerisch Kack, hört sich nicht so appetitlich an. Aber auf jeden Fall wird das nicht nur zu Bratwürsten weiterverarbeitet, sondern wir wecken das auch ins Glas ein, ja, oder essen das roh. Schön aufs Brot, hier sieht man schon das Kesselfleisch essen. Schön klassisch mit Brot, ganz einfach. Ja, und da wird jetzt das zuvor gekochte Fleisch aus dem Kessel gegessen und auch dieses Wurstbrett, das hier entsteht. Ja. Das schmiert man sich aufs Brot. Müsst ihr unbedingt mal probieren, so fein. Paprikapulver drüber, Salz und Pfeffer und ein bisschen Zwiebeln eingedickt. So, nach der Stärkung geht es weiter. Das Wurstbrett nochmal gut und ordentlich für eine gute Bindung durchkneten. Und dann ab damit in den Darm. Ja, und da sieht man schon, dass da einer vom Fach ist. So schnell schaffe ich das nicht. Aber ich bekomme trotzdem beim Selberwursten immer ganz schöne Würste hin. Aber hier geht es natürlich richtig flott. Und nebenbei laufen auch schon die Vorbereitungen für die Zubereitung vom Pressack. Auch hier muss das ganze Fleisch, die Fleischteile, das Fett klein geschnitten werden. Da kommt auch unter anderem Zunge hinein. Und hier die Vorbereitungen für die Leberwurst. Alles findet Verwertung. Außer Sehnen, Augen, Zehennägel. Ja, hier sieht man die Zunge. Und hier die Niere. Gehen wir über zur Leberwurst. Was ist denn da alles neben Zwiebeln und sämtlichen Fleischabschnitten drin? Lungenflügel, sagt der Metzger. Auch das Magere vom Geschlinge oder Schlund genannt. Jede Menge Fett, zum Beispiel Bauchabschnitte, die Leberwurst, die soll ja streichfähig sein und bekommt durch das Fett eben diese Konsistenz. Die Leber ist übrigens der magerste Anteil von der Leberwurst, sagt der Metzger. Auch magere Teile vom Kehlkopf landen in der Leberwurst. Hier in diesem Netz sieht man noch diverse Bauchabschnitte, die auch noch dazukommen. Des Weiteren verwertet man die Milz. Und das sogenannte Mickerfett. Hierbei handelt es sich um das Darmfett vom Schwein. Und nun fehlt eigentlich nur noch die Leber, der Hauptdarsteller, und das Ganze landet nach dem Wolfen im Darm und wird zu feinster Leberwurst. Ich liebe die Leberwurst. Hier gießt der Metzger noch etwas Brühsud aus dem Kessel dazu. Und dann fehlt nur noch die Gewürzmischung. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer, Piment, Kardamom, Koriander und Majoran. Weiter geht's, die Zwiebeln werden durchgelassen für Blutwurst und Pressack. Außerdem werden dafür gekochte Schwarten durch den Fleischwolf gehackt und ganz fein zerkleinert. So, Kameramann, wie geht's weiter? Was macht der Metzger in der nächsten Szene? Du warst da dabei. Ja, der lässt als Leberwurst Brät, ich weiß nicht, ob man da Brät sagt bei der Leberwurst durch, aber vielleicht können die Zuschauer das richtigstellen, ob das Brät heißt oder nicht. Ich denke schon. Ja, das wird halt dann in die Därme mit dem Wurstbefüller. Wurstbefüller verlinken wir euch übrigens unterhalb vom Video mal ein, den guten von Celsius. Das wird jetzt in die Därme abgefüllt und dann abgebunden, sodass wir immer nach zweier Ringe runterschneiden können, damit man die beim Räuchern schön aufhängen kann. Und apropos Räuchern, wie esst ihr eigentlich eure Leberwurst am liebsten? Geräuchert oder nur im heißen Wasser warm gemacht mit Sauerkraut und Kartoffelbrei? So, hier wird nochmal weitergemacht für den Pressack. Ja, da kann man schon ganz schön durcheinander kommen.
Ja. Bei dem Nachbearbeiten von den Videos mit den verschiedenen Würsten, Presssack und mein Gott. Ja, und etliche Helfer sind heute auch am Werk. Gell? Wobei ein Oberboss dabei ist, der Oberkoch. Also es gibt nicht verschiedene Köche, die hier den ganzen Brei verderben. Na, der Metzger ist der Chef. Der Chef und die anderen müssen laufen. Das ist übrigens der Flomen, später fürs Griebenschmalz. Das nächste Projekt steht an, die gekochten und durchgelassenen Schwarten für die Blutwurst. Und wer sich jetzt fragt, warum der Metzger hier die gekochten Schwarten durch den Fleischwolf durchlässt und nicht, wie man es eigentlich kennt, in kleine Stücke schneidet, die dann auch in der Blutwurst sichtbar sind, das macht die Blutwurst in der Variante einfach feiner. Und der Gag beim Schlachten war, es ist ein Blutwurst-Light, aber das stimmt natürlich nicht ganz. Hier hineinkommen außerdem Zwiebeln. So, und da kommt jetzt noch ein bisschen Schwartenbrei drauf. Also noch feinere Schwarte und die dient auch der Bindung. Und jetzt wird es gleich lustig, weil da kommen nämlich die Gewürze und die hauen der Metzger und dein Bruder mal richtig schön nach Gusto rein. Aber ist immer sehr gut, gell? Man kann nichts sagen, sie haben immer ein gutes Händchen. So, was haben wir denn alles? Salz, Pfeffer. Genau, dann ist noch Piment dabei, Majoran und Koriander. Richtig. Das war's dann auch schon. Genau, und das ist richtig fein. Ja, mehr braucht es nicht. Na. Im nächsten Schritt kommt das Blut dazu, das ihr am Anfang vom Video gesehen habt. Und dies gießt der Metzger durch ein Sieb, damit einfach feste Bestandteile dann nicht reinkommen ins Wurstbrät. Oder falls Klumpen drin sind, das sieht man ja hier. Ebenso gibt er noch etwas Brühsud aus dem Kessel dazu. Außerdem gibt er noch etwas Milch dazu. Geheimtipp, das macht die Blutwurst schön seidig. Ja, der kennt sich schon aus, unser Metzger. So, Kameramann, jetzt auf geht's. Was sieht man hier? Du warst der Brühmeister. Ja, da kommen die Hirn, das sind die drei Hirnwürste, die produziert worden sind. Die kommen jetzt in den Kessel und müssen bei 80, maximal 85 Grad brühen. Mhm. Und wir schalten wieder zurück in die Wurstwerkstatt. Da werden die Blutwürste befüllt und abgebunden. Da brauchst du, wie man sieht, am besten drei Arme, vier Arme. Aber der Metzger wird das auch alleine schaffen. Und jetzt seht ihr hier, was haben wir da? Die Leberwürste, oder? Ja. Sind da die Leberwürste drin? Da kommt eigentlich zum Schluss doch alles rein, auch der Presssack. Und du musstest aufpassen, damit der Presssack nicht platzt. Ja, als alle zum Schluss weg waren, musste ich aufpassen und habe es geschafft, dass von 12 Presssäcken haben 10 überlebt. Das ist eigentlich für mein erstes Aufpassen eine gute Quote. Ja, so ist es. So, was sieht man denn hier noch? Geht's noch an... Das ist jetzt Presssack. Das ist Presssack at its best. Yes. Eigentlich so der letzte Schritt, kann man sagen, gell? Ja, der vorletzte. Den letzten Schritt dann, die ganzen ausgeschnittenen Knochen zu zerhacken, das haben wir gar nicht mehr gefilmt. Das sind die beiden, die mir geplatzt sind, die zwei fetten Jungs. Okay, ja, und zum Schluss heißt es abspülen, nach so einem langen Schlachttag. Ja, und hier werft noch einen Blick in die Räucherkammer, weil nach 2 Wochen kann man nämlich schon die ersten Brat- und Leberwürste genießen, die ihr schon gesehen habt. Es waren jetzt natürlich viele Eindrücke, alle kann man nicht festhalten. Sogar die Speicherkarte hat dann irgendwann ihren Geist aufgegeben. Was nicht mehr drauf war, war natürlich der Akt des Aufräumens, des Putzens, des Abspülens, dann das Zerteilen der Knochen und die Zubereitung vom Griebenschmalz und des Räuchern. Über selbstgemachtes Griebenschmalz gibt es ja hier ein Video, das könnt ihr euch im Anschluss jetzt gleich noch anschauen. Oder ihr schaut euch an, wie Räuchern im alten Bayern gelingt. Ja? Dann könnt ihr das
ganz genau nochmal beobachten. Ja, und ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Es hat euch interessiert. Es hat euch irgendwie Spaß gemacht, sowas mal zu sehen. Es ist wirklich selten. Sowas macht eigentlich fast keiner mehr. Gell? Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne unter das Video in die Kommentare. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich blende euch was zum Abonnieren ein. Die Glocke aktivieren. Den Kanal kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Da werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder am Start bin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja. Macht's gut. Was ist denn jetzt los? Jetzt kriegt es nicht runter. Also, so.